Guten Abend, liebe Zuschauer hier im Studio, guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause. 1968 ist eine Art Stichjahr. Wenn man denkt an die Jugendbewegung, die Jugendrevolte, den Aufruhr mit dem Ziel, die Gesellschaft zu verändern. Das war damals eine Massenbewegung, mindestens was die studentische Jugend betrifft. Jetzt sind 10 Jahre ins Land gegangen und von dieser Bewegung ist eigentlich recht wenig übrig geblieben. Die Bewegung ist verebbt, sie ist vielleicht sogar versandet. Die Protagonisten haben sich verlaufen größtenteils. Man kann sagen, grob geordnet gibt es vielleicht 4erlei Arten, wohin sie gegangen sind. Es gab solche, die ins bürgerliche Leben eingestiegen sind, dort Karriere gemacht haben. Es gab andere, die sich den traditionellen Linksparteien angeschlossen haben, der Sozialdemokratie, den Organisationen mit kommunistischer Ausrichtung. Dann gab es eine Gruppe, und das ist diejenige, die natürlich die Öffentlichkeit weitaus am stärksten beschäftigt, die in den Untergrund ging, zu Terroristen wurde. Und ihr Kommunardenfreund, Fritz Teufel, der damals noch 1968 als Politclown qualifiziert wurde, wie Sie, Rainer Langhardens, auch, hat den Weg in den Untergrund angetreten und steht zurzeit vor Gericht in Moabit in Berlin unter der Anklage der Beteiligung an dem Mord an Kammergerichtspräsident von Drenkmann und an der Entführung des CDU-Vorsitzenden Lorenz. Sie, Rainer Langhans, sind einen ganz anderen Weg gegangen. Um 180 Grad gedreht, das ist auch eine Gruppe von Leuten, die diesen Weg eingeschlagen haben, wahrscheinlich wenige, nämlich den der Verinnerlichung. Sind Sie Buddhist? Nein. Nein. Sie sind Anhänger jedenfalls einer indischen Lehre. Ich habe sie mir notiert. Die Form ist indisch. Die Form ist indisch. Inhalt. Und Sie folgen den Lehren eines Guru, des Guru Kirpal Singh. Das ist, wenn wir daran denken, an das Jahr 68 und wie Sie dort aufgetreten sind mit wildem Haarschopf und vor Gericht, sehr provozierend, zusammen mit Fritz Teufel, eine unglaubliche Entwicklung, eine Wende. Wie ist es dazu gekommen? Für mich ist es das gar nicht. Für mich ist es eigentlich eine ganz logische Entwicklung. Und ich würde sagen, logischer eigentlich als zum Beispiel die von Fritz oder auch von Mahler, nicht? Der jetzt ja meiner Ansicht nach zurückkommt. Mahler hat sie damals nicht verteidigt. Wir haben Horst überhaupt erst dazu bekommen, dass er sich damit beschäftigt hat. Er gehörte mehr zum rechten Flügel des SDS damals, ganz am Anfang. Und für ihn war das auch noch alles sehr merkwürdig. Und ich kannte ihn schon aus dem SDS, weil ich war davor SDS-Funktionär. Und er ist darüber sehr weit bis zu einem bestimmten Grad hineingekommen. Und Horst ist ja jemand, der jetzt auch gezwungenermaßen, kann man sagen, nachdenkt. Er hat jetzt schon 5, 6 Jahre nachgedacht. Und aber wie steht es mit Ihnen? Wie kam diese Wandlung zustande? Was war der Anlass? Wie hat sie sich vollzogen? Ja, warum habe ich das überhaupt gemacht? Nicht? Ich habe es gemacht, weil ich persönlich zutiefst unglücklich war. Und weil ich mich nicht abfinden konnte mit den Angeboten, irgendwo zurechtzukommen und auch mein Berufsleben anzutreten, die eben an der Universität, aber auch im weiteren Sinne in der Gesellschaft halt existierten. Und ich hatte ganz persönliche Probleme, neurotische Probleme, kann man sagen. Gut, Sie waren in dieser Szene. Nun wäre es doch eigentlich einleuchtend, weil da hat man Freundschaft, da hat man eine gewisse Nestwärme, alles Mögliche, dass man mit dem Gros dieser Gruppe, dass man bei der bleibt. Aber Sie haben ja sich distanziert. Sie sind Ihren eigenen Weg gegangen. Das ist ja schwierig. Wie kam das zustande? Ja, das ist für mich auch schwer zu erklären, denn es war ja so, wir waren an einem Punkt, wo es darum tatsächlich ging, die Waffen raus, die ja zum Teil schon verbuddelt waren und so weiter, oder aber diesen Weg, den wir eigentlich ja eingeschlagen hatten, nämlich die Waffen der anderen zu unterlaufen, nicht? Also eben nicht mit ihnen auf der Ebene des Schlachtfeldes zu arbeiten, also mit der Gesellschaft gegen sie was zu tun. Da habe ich mich eben entschieden damals und sehr einsam und bin auch dann als großer Verräter gebrandmarkt worden, was übrigens bis heute irgendwo der Fall ist, weil ich nicht mehr links bin und so weiter, weil ich eben gesagt habe, ich möchte diesen Weg des Geistigen weitergehen. Und das ist meiner Ansicht nach einer, der nicht zurückkehren sollte, wieder in die Form des grobstofflichen Hauens, nicht? Also bis zur physischen Tötung, oder auch des Streitens mit dem Staat auf seiner Ebene, Polizei, Waffen und Ausbildung dieser Art, sondern eben diese feineren Mittel verwenden wollte.
Nur damit waren wir ja gescheitert, nicht? Wir haben ja gedacht, mit diesen feineren Mitteln würden wir innerhalb kurzer Zeit und so weiter. Das ging nicht. Wir waren total gescheitert. Jetzt ist das für die meisten eine traurige Sache gewesen, für mich insoweit nicht. Denn ich habe, glaube ich, daraus gelernt, wir müssen eine ganze Menge mehr mit dem Geist in Verbindung kommen. Wir müssen nach innen gehen, außen schaffen wir es nicht. Und das war dann der Grund dafür, die ersten Schritte zu tun. Und das ging über die Drogen. Ich habe sehr viel mit Drogen experimentiert, dann mit Wohngemeinschaften, mit all diesen Dingen. Und es ging eben dann, als das auch wieder alles begrenzt war, noch ein Stück weiter. Und da hat mich dann, ich sage immer, Gott von hinten überfallen, denn ich habe das einfach nicht vermuten können. War das eine plötzliche Erleuchtung? Das war so, dass ich sehr gesucht habe die ganze Zeit und mir fehlte immer eine Dimension. Ich habe gedacht, ich liebe schon, ich weiß, was Schönheit ist, ich weiß, wie es geht, aber irgendwo stimmte noch was nicht. Und plötzlich eröffnete sich aufgrund eines Buches zunächst diese Dimension und dann habe ich Kontakt mit Leuten bekommen. Und ich habe dann diesen Weg angetreten. Jetzt war aber dieser riesen Zwischenraum immer noch nicht überbrückt. Und da ist für mich, und das sage ich hier natürlich besonders gern, einer sehr wichtig gewesen, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, das ist C.G. Jung. Weil er wirklich diese ganze Psychologie, die bis dahin führt, wo solch ein Guru oder ein Lehrer, kann man auch sagen, Professoren sind ja auch Lehrer, einem weiterhilft in der entscheidenden Frage, nämlich... Sie leben jetzt in einem, Rainer Langhans, in einer, man kann schon beinahe sagen, mönchischen Klause. In einem einzigen Zimmer. Sie haben eine Matratze, darauf sitzen Sie. Sie haben ein paar wenige Bücher aus der Leihbücherei, ein Telefon, ein Fernsehapparat, weil Sie beruflich Schauspieler geworden sind und im Assistenzregie machen, auch Regie. Nicht mehr übrigens. Nicht mehr. Ist Ihre Absicht, jetzt nur für sich selbst diese Wandlung zu erleben, sich zu verinnerlichen, sich zu entwickeln? Oder soll das beispielhaft sein? Oder haben Sie gar kein Interesse mehr an dem, wofür Sie einmal gekämpft haben, in einer anderen Form? Viel mehr als je zuvor. Viel ernsthafter. Nicht so kindlich, nicht so spielerisch, nicht so Sandkasten, Förmchenbacken, all das, sondern sehr viel ernsthafter. Und für mich ist heute zum Beispiel, gemessen an dem, was ich gelernt habe, sagen wir mal jetzt, ich sage halt harte Sachen natürlich, aber soziologische Arbeit oder eine Demonstration vor einem Kernkraftwerk, kindlich. Was zwei ganz hart verschiedene gesagt. Dinge sind. Ja, 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 eben, eben. Darf ich zu Thomas Held... Gemessen an dem, was ich für ernsthaft halte. Ja. Darf ich zu Thomas Held kommen? Für Sie, Rainer Langhans hat es angesprochen, ist Rainer Langhans ein Konvertit, ein Verräter an der Sache? Nein, er ist kein Verräter. Er ist freundlich. Es macht mich einfach sehr traurig, nicht, was er erzählt. Er ist ein Verlust für die Bewegung, so möchte ich das mal sagen. Er hat die Bewegung verlassen. Gut, also das ist eine Frage, ein Streit über Worte. Aber ich möchte Sie fragen, Thomas Held, Sie waren damals Wortführer der fortschrittlichen Studentenschaft Zürich. Sie waren beteiligt am Aktionskomitee Autonomes Jugendzentrum, an jenen Demonstrationen, die dann zu den Globuskrawallen geführt haben. Sie sind Soziologe. Sie haben eine Studie, eine UNESCO-Studie über die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft am Beispiel der Schweiz mit einem Mitautor zusammen ein dickes, wesentliches Buch veröffentlicht, haben jetzt eben doktoriert in Soziologie über, mit dem Thema Machtverhältnisse in der Ehe. Wo stehen Sie selber heute? Ich stehe immer noch auf der Linken. Und ich will gleich erklären, was das heißt. Und möchte anknüpfen bei dem, was Sie eingangs gesagt haben, Herr Gautschi. Denn diese Aufstellung, diese Typologie sozusagen von Möglichkeiten, die übrig geblieben ist, die scheint mir nicht ganz vollständig. Sie haben von den Angepassten gesprochen. Sie haben von jenen gesprochen, die in die traditionellen Linksparteien eingetreten sind. Sie haben vom Untergrund, vom terroristischen Untergrund gesprochen, der nun leider eben, weil die Medien auf solche Dinge fixiert sind, die bürgerlichen Medien, die ganze Diskussion über 10 Jahre danach sehr stark beherrscht. Und Sie haben von den Verinnerlichten gesprochen, die ich jetzt von meinem Standpunkt aus als Ausgeflippte bezeichnen möchte. Sie haben vergessen, dass es eine ganz große Zahl von Leuten gibt, aus dieser Bewegung, die heute in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen versuchen, die Ziele dieser Bewegung weiterzuführen. Ich nenne, und das möchte ich zuerst sagen, weil es ganz wichtig ist und weil das gewissermaßen auch an unserem Tisch diese Bewegung nicht repräsentiert ist, die Frauenbewegung, die wahrscheinlich die stärkste gesellschaftliche Kraft ist, die aus dieser Jugendbewegung hervorgegangen ist und nach wie vor wächst und nach wie vor
aktiv ist und im Gegensatz zu gewissen anderen Gruppen, die keine neuen Leute mehr rekrutieren, auch weit in die Jugendlichen, zu den Mädchen, eine Ausstrahlung hat. Ich wollte eigentlich auf dieses Thema noch kommen, aber wir können ruhig ich jetzt davon sprechen. Ich möchte nur noch zwei, drei solche ganz kleinen Beispiele machen. Ich mache das ganz kurz einfach, damit wir diesen, glaube ich, diesen Überblick haben. Und der ist, scheint mir wichtig, nicht? Wir haben Produktionsgemeinschaften. Es gibt in der Schweiz verschiedene Kneipen, die beispielsweise auf Genossenschaftsbasis geführt werden von Leuten, die dort versuchen, in einer kapitalistischen Umwelt andere neue Formen des Zusammenlebens und der Produktion zu entwickeln. Es gibt die Bürgerinitiativen. Denken Sie nur, was wäre die ganze AKW-Bewegung heute, wenn es 68 nicht gegeben hätte? Wo würde sie stehen? Nur wieder noch ein Beispiel. Ich nenne weiter, und das scheint mir ganz, da wird Herr Mehnert nachher, glaube ich, sehr viel dazu sagen können, ich nenne das gesamte linke Verlags- und Zeitschriftenwesen. Es hat doch in diesen letzten 10 Jahren eine ungeheure Produktion, eine Nachholarbeit an Theorie gegeben. Da ist viel Unsinn geschrieben worden. Da bin ich wahrscheinlich mit Ihnen einig. Aber da ist auch sehr, sehr viel aufgearbeitet worden an Analyse unserer Gesellschaft. Darf ich etwas fragen? Sie sind Soziologe, Sie haben uns eben erklärt, was geblieben ist. Darauf wollte ich nämlich noch kommen, in einem besonderen Abschnitt. Aber sind Sie selber politisch aktiv? Ja, das bin ich. Sind Sie Parteimitglied? Ja und nein. Nein, in dem Sinn, dass ich kein Parteibuch mit mir herumtrage, weil ich gerade der Ansicht bin, dass man ohne Parteibuch unter Umständen besser zur Überwindung der Zersplitterung der Linken beitragen kann. Ich denke da insbesondere an die hoffnungsvollen Zusammenarbeiten, die sich zeigen zwischen linken Flügel der Sozialdemokratie, der POCH bei uns und der PDA. POCH, das sind die progressiven Organisationen der Schweiz, ja. Und ja, indem ich oft, wenn sich die Gelegenheit bietet, sei es ein Wahlkampf, sei es irgendeine andere Aktion, die sich stellt, bei einer der genannten Parteien mitzuarbeiten. Herr Professor Mehnert, ich muss Sie unseren Zuschauern kurz vorstellen. Denn die meisten, und so wurde es auch in der Zeitung dann und wann angekündigt, verstehen unter Ihnen den Ostexperten, und das ist ein bescheidenes Wort für das, was Sie sind. Sie haben jahrelang in der Sowjetunion gelebt, Sie sind in Moskau, war es Petersburg? Moskau geboren. Sie haben Jahre in China zugebracht, Jahre in den USA. Sie haben ganz bedeutende Bücher geschrieben über die Sowjetunion, über China. Eines der letzten ist nicht das letzte, aber eines der letzten ist China nach dem Sturm. Aber Sie haben seit Jahren, seit 1933, sich immer und immer und immer wieder mit der Studentenbewegung, mit Studenten, mit der Jugend überhaupt befasst. Ich habe hier Ihr Buch, wir alle haben es wahrscheinlich gelesen, ich möchte es zeigen. Jugend im Zeitbruch, nicht im Aufbruch, wie gelegentlich in einzelnen Zeitungen zu lesen stand. Dieses Buch enthält eine Fülle von Material und vor allen Dingen zeigt es, dass Sie über Jahre hinweg gesammelt haben. Nicht nur, Sie sind kein Stubengelehrter, sondern mit den Leuten selber, in den Kommunen, mit den Studenten. Und zwar in 3 Erdteilen zum allermindesten. Also in Deutschland, in Aachen, Ihre ursprüngliche Heimat, Universität, dann in Amerika, in Kalifornien, in New York, an der Columbia Universität. Sie waren in China, Kulturrevolution, nach der Kulturrevolution, in Japan. Also kurz, ich muss das betonen, weil man sonst fragt, wieso kommt ausgerechnet Herr Mehnert? Warum laden Sie Herrn Mehnert ein? Nun, Sie haben gehört, was die beiden Gesprächsteilnehmer Langhans und Held gesagt haben. Warum ist denn aber mindestens für uns Nichtbeteiligte diese Jugendbewegung verebbt? Ich bin nicht Ihrer Meinung, dass sie verebbt ist. Das, was sich in den letzten 10 Jahren ereignet hat, ist nicht ein allmähliches Versinken, sondern eine Transformation in alle möglichen anderen Formen. Einige sind hier genannt worden. Ich würde also auch die feministische Bewegung oder wie man das nun nennen will, als ein Produkt der 68er Jahre bezeichnen. Ich kenne eine ganze Reihe von Aktivistinnen, vor allen Dingen in Amerika, die Mitglieder des dortigen SDS, das hieß ja auch SDS, bedeutete was anderes, aber das Entsprechende dort gewesen sind, die dann enttäuscht waren, dass eben doch der Männerstandpunkt auch im SDS von ihnen Kochen und alle möglichen anderen Dinge verlangte, sie aber nicht vollnahmen, dann weggingen mit dem ganzen Elan, den sie nun dort sich angesammelt hatten, in die Frauenbewegung hineingingen. Und eine Reihe anderer Dinge wurde hier auch noch genannt, die Wohngemeinschaften, die heute
mehr florieren als in früheren Jahren. Ich habe gerade in den letzten Tagen einige besucht. Das ist nicht das Ende von irgendwas, sondern das ist da. Und nehmen Sie an, die ganze Lehrerschaft, die junge Lehrerschaft steht doch also sehr weit links. In der Bundesrepublik, hier weiß ich es nicht. Das sind doch alles Produkte dieser 60er Jahre. Also für mich, ich würde das... musste gerade bei einer Tagung in Amerika teilnehmen, die hieß die nach neue linke Zeit. Wir sind nicht nach neue linke, das ist immer noch die neue linke, meine ich. Und es ist falsch zu sagen, das sei also alles weg. Sowas verschwindet auch gar nicht. Das hat viel zu viel aufgewühlt in all diesen Erdteilen. Es ist erstaunlich, dass es innerhalb von 2 Jahren rund um die Erde ging. Es entsprach also irgendeinem Bedürfnis, nicht leicht zu sagen, welchem, aber jedenfalls irgendeinem Bedürfnis, sodass ich Ihre Einleitung nicht zustimmte, dass wir nun einen Rückblick über etwas Totes. Darf ich mich dann auf Thomas Held beziehen? Er hat in einer Programmzeitschrift geschrieben, das sei doch also abgeklungen. Sie wissen, in Taylor haben Sie das geschrieben. Und Sie haben das begründet damit, und damit wäre ich nun meinerseits nicht einverstanden, das sei zuzuschreiben der Rezession. Jetzt müssten alle wieder schwer arbeiten. Es bliebe wenig Zeit und jeder bange um seinen Job und um seine Karriere. Da bin ich nun nicht dieser Ansicht. Aber Professor Mehner sagt, nein, das ist nicht abgeebbt. Aber Sie sind eigentlich von dieser Prämisse ausgegangen in Ihrem Artikel. Nein. Ich bin, also ich möchte die Frage erst beantworten, die Sie vorhin an Professor Mehner gestellt haben, zu beantworten versuchen. Abgeebbt äußerlich, ja, für die Medien insbesondere abgeebbt, nicht? Es ist weniger visibel, das, was stattfindet. Es finden keine großen Demonstrationen mehr statt, obwohl Anlässe für solche Demonstrationen mehr als genug noch vorhanden wären. Auch das mit dem Ende des Vietnamkrieges ist natürlich kein entscheidendes Argument, wenn man an die Sachen in Südlibanon und in Beirut denkt. Aber abgeebbt äußerlich und dafür langfristige Aufbauarbeit in diesen verschiedenen Bereichen, die ich genannt habe. Gut, darauf darf ich später, ich habe es mir sehr vorgenommen. Ich möchte über die Bilanz, auf die Bilanz möchte ich wirklich zurückkommen, obwohl Sie sie eigentlich schon vorweggenommen haben. Wir können es dann da wahrscheinlich ganz kurz machen. Nur noch einen kleinen Punkt. Gerne. Es hat, wenn Sie sagen, das stimmt nicht mit der Rezession, glaube ich sehr wohl, das stimmt. Und zwar nicht nur jetzt rein ökonomisch gesehen mit Angst vor Arbeitsplätzen. Ich meine, wir in der Schweiz, die wir die Arbeitslosigkeit exportieren konnten nach Italien, sind ja glücklicherweise noch mit relativ geringen Arbeitslosenquoten davon gekommen. Aber es hat doch eingesetzt, zusammen mit dieser Rezession, auch ein starker Rollback auf ideologischem Gebiet. Eine Art Gegenreformation ist im Gange und weltweit, nicht? Darauf wenn Sie Ihre Schulen, die Sie vorhin angesprochen haben, die Lehrer, nicht? Haben, wenn Sie heute in der Zeitung gelesen haben, in Frankfurt, nicht, sollen nun die Kindertagesstätten, die unter der SPD-Stadtregierung gegründet wurden, sollen nun wieder zugemacht werden. Berufsverbote, nur um ein Stichwort zu nennen. Überall findet doch eine Gegenreformation statt. Und das meinte ich. Deswegen sind diese äußeren Zeichen der Bewegung zum Teil verschwunden. Man musste sich auf andere Formen der Arbeit bzw. der Auseinandersetzung. Ich möchte gerne darauf zurückkommen, aber ich möchte nicht... Darf ich noch eins sagen? Ich habe also nur sozusagen den Aspekt Held eben erwähnt als ein Weiterleben der neuen Linken. Aber wir haben ja hier einen anderen Aspekt. Und der ist doch nicht so einzigartig und allein. In Deutschland nehme ich an, aber in Amerika ist es anders. Ich würde sogar sagen, es geht gar nicht um links, nicht? Das ist eben das Entscheidende. Ja, gut, aber in seinem Fall. Das sind Formen, schon um Politik. Aber es geht eben nicht inhaltlich darum. Aber die Unruhe, deswegen, da kommt es zusammen, nicht, die zwei. Weil wenn man sieht, dass da drunter was ist, und Sie haben vorhin gesagt, warum ist das plötzlich so hochgekommen? Was ist eigentlich der wirkliche Inhalt, der Kern? Nicht? Das ist eben die Frage, ist das links? Das ist eben nie links gewesen in dem Sinne, aber es hat, wenn Sie so wollen, die fortschrittlichste Form von Ideologie gefunden in dem Linken. Aber damit war es nicht erschöpft, damit war es auch nicht ausreichend umschrieben. Heute sieht man es. Denn diese viel, viel breiteren Strömungen, die sich jeweils daraus entwickelt haben, zeigen ja, dass es gar nicht aus diesem engen politischen Bereich eben herstammen konnte. Und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, was es wirklich ist. Nein, wir kommen jetzt drauf, Rainer Marcus. weil ich nämlich eine Frage mir hier notiert habe. Warum, das ist ein bisschen eine äußerliche Frage, warum gerade 1968... Und warum überhaupt? Ja.
Aber kommen wir noch zu, zum Fall Langhans und seinesgleichen, nicht? Okay. Da möchte ich doch gerne noch was dazu sagen. Gut, dann bleiben wir beim sogenannten Fall Langhans, in Anführungsstrichen. Sie sprachen ihn als etwas Singuläres an am Anfang. Und das ist also auch das ist... Auch hier natürlich singulär wieder, typischerweise. Nein, Sie sind aber gar nicht. In meinen Augen sind Sie gar nicht singulär. Ich behaupte, er sagte es, aber meiner Ansicht nach sind Sie es nicht. Ja, singulär, aber in einer bestimmten Weise, nicht? Also eben der Ausgeflippte, nicht? Die anderen sind also die Normalen, von ihm aus gesehen. Von normal habe ich nicht gesprochen, nicht? Und ausgeflippt meine ich nicht von der, von der bürgerlichen Gesellschaft her gedacht. Ja, aber nicht warum bist du nicht ausgeflippt? Das ist die Frage, nicht? Ja, das ist die Frage. Genau. Ja, nun jedenfalls, als Bestandteil der Jugendaufregung dieser 60er Jahre ist ein Teil dahin, ein Teil dorthin, aber ein großer Teil ist nicht sofort, aber im Verlauf der 70er Jahre mehr und mehr in irgendwelche, er würde das wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen, dass es was Besonderes ist. Aber es sind ja unendlich viele, es sind ja Hunderte, Hunderte von solchen Gruppen, wie es ihn gibt, die alle vom Materialismus, von der Welt und so weiter sich zurückziehen ins Geistige. Das ist auch eine Fortsetzung. Das hat es ja in dieser Massenform vorher auch nicht gegeben. Die späten 60er Jahre haben also nach allen Richtungen hin neue Impulse gegeben und ein Grund mehr für mich zu sagen, dass das also nicht zu Ende ist. Gut, wir kommen zurück auf das, was wir eigentlich haben wollten, nämlich warum überhaupt und warum gerade 1968? Fragen Sie mich? Ja. Nun, darüber ist natürlich viel nachgedacht worden, ich kann nur meine Meinung dazu sagen. Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die 50er Jahre, waren erfüllt bei uns mit Wiederaufbaus und Trümmern rauskommen. In Amerika waren die Boys wieder zu Hause, man war froh, der Krieg war zu Ende, man genoss sein Leben. Es ist ja eine Zeit, die heute nostalgisch im Film wieder auftaucht, als eine glückliche Zeit. Nicht nur im Film. Nicht nur im Film, sondern auch in der Wirklichkeit. Aber jedenfalls im Film sieht man es am deutlichsten, da kann man es also messen. Und dann stellte sich heraus, im Verlauf der 60er Jahre, nachdem er also aus den Trümmern raus war, alles einigermaßen wieder schön schien, dass das alles sehr vielen der jungen Generation, nicht mir Alten, die Alten waren ja froh, dass sie aus den Trümmern raus waren, die wollten das ja nun genießen. Den Jungen, für sie war das alles bürgerlicher Mief, was also da restauriert worden war. Sie wollten etwas anderes haben und da suchten sie und wollten eine Theorie haben. Es genügte ihnen nicht, das Glück zu genießen. Sie wollten, sie empfanden es auch nicht so als Glück. Sie wollten eine Theorie haben und da ergab es sich, dass in der Tat die Theorie, das hatten Sie vorhin auch für sich angedeutet, die Theorie, die damals neu entdeckt wurde, war der Marxismus. Und der Sozialismus. Sozialismus als die Vokabel des 20. Jahrhunderts. Unsere Eltern hatten ja den Faschismus. Die haben ja wirklich was gehabt, nicht? Gut, und nun musste also etwas anderes kommen. Und das ist der Marxismus-Sozialismus gewesen. Und in dem steckte ja der Langhans doch damals auch noch mit drin. Das war also eine Zeit, wo sich das alles bündelte in einer damals linken, sozialistischen, marxistischen Bewegung. Über die ganze Welt hinweg. Denn die Japaner waren nur auch aus den Trümmern herausgekommen. Die waren auch an diesem Punkt angelangt. Und dann hat natürlich auch, das werden die Herren wahrscheinlich mir nicht zugeben, aber natürlich war auch, es war eine gewisse Mode, es sprang ja durch das Fernsehapparat. Ich wusste ja, was meine Studenten am nächsten Tag machen würden, wenn ich es heute Abend im Fernsehen gesehen hatte, was in Berkeley oder in Tokio gewesen war. Also das alles kam zusammen, akkumulierte sich, sprang ja sogar bis in die kommunistischen Länder hinein. Die Ereignisse in der Tschechoslowakei, 68, Kulturrevolution in China, 66 bis 68, etwas ganz anders und trotzdem Kampf gegen das damalige dortige Establishment. Also Mief, Establishment, alles das wurde plötzlich unerträglich. Und da in der ganzen Welt explodierte der Campus. Nicht? Dort hatte man Zeit, sich über diese Dinge nachzudenken. Dort war man zusammen, dort hatte man seine Versammlungsräume, verbrachte man. Man lebte ja praktisch nur noch auf dem Campus und diskutierte. Und so kam es, meine ich, das ist also Kurzfassung, der Erklärung für 68. Hat der Tod von John F. Kennedy und Martin Luther King dazu beigetragen, vermutlich? Ohne Sorge mehr. Der Tod der Studenten ohne Sorge am 2. Juni 67 mehr als Kennedy und Martin Luther King. Aber die natürlich auch. Vor allen Dingen in Amerika große Enttäuschung, dass die strahlende Gestalten und tot war. Das sicher auch. Sie nennen Ihr Buch Zeitbruch, Jugend im Zeitbruch. Ist es nicht eben, ich glaube, Sie deuteten es an, auch ein Generationenbruch? Nämlich die Kriegsgeneration in Amerika, in Deutschland insbesondere natürlich, die also, wie Sie sagten, froh war, aus den Trümmern raus zu sein. Wir nehmen das Jahr 68. Wie alt waren Sie damals? 28. 28. Wann sind Sie geboren? 40. 40.
Also wir waren gerade so weit, dass wir wirklich gucken konnten, ob was geht. Nicht vorher Ostermarsch, dann das. Nicht? Ostermarsch, erste Andeutung, roter Knopf, große Angst. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, dass die meisten sofort, dass die meisten Mitbeteiligten an der Jugendbewegung die schreckliche Zeit nicht erlebten, sondern ab 7, 48, 49, 50, also wie es aufwärts ging, und dann rapide, Wirtschaftswunder etc., das nur bewusst erlebt haben, aber dass das vorher war. Ich würde wirklich sagen, was ich vorhin so als Scherz fast gesagt habe, unsere Eltern hatten den Faschismus. Sie hatten ihre große Möglichkeit der Suche und auch in einer bestimmten Weise, ich würde jetzt mal was ganz Riskantes sagen, der Erfüllung. Ja, du musst sowas dagegen sagen. Wenn Erfüllung und Faschismus kommt, dann wird das einfach sehr kritisch. Wir werden noch. Gut. Aber warum sollen Linker nicht mal hören? Sie können sofort antworten. Ja. Gut. Und diese Zeit haben Sie danach natürlich mit einem Erholungsbedürfnis abschließen müssen. Das dauert bis heute, das ist auch sehr verständlich. Für uns aber ist dieser Faschismus eben nicht irgendwo eine Zeit der Suche mehr oder irgendeine Aufbruchszeit eben da gewesen, sondern nur diese Zeit. Also wir mussten unsere eigene schaffen, wir haben es getan. Und wir werden bis heute natürlich einfach unter diesem Gesichtspunkt von unseren Eltern missverstanden, obwohl sie es sehr gut verstehen müssten. Denn diesen Aufbruch, den wir gemacht haben, in einer gewissen Weise, den haben sie in einer anderen Weise auch versucht. Ich weiß, das sind komische Thesen, aber es sind Thesen, die man sich sehr überlegen sollte und weswegen man auch rausbekommt, woher dieser ungeheure Generationenbruch ist, woher diese Unterdrückung, dieser Riesenabstand zwischen dem, was wir wollen und dem, was unsere Eltern uns zubilligen, an neuen Möglichkeiten herstammt. Nicht? Denn daher stammt der Mann als nach. Sie haben das Wort. So, jetzt. Ja, also eine Vorbemerkung. Nicht? Ich glaube, wir wollen heute Abend nicht über Faschismustheorien diskutieren. Nicht. Wir müssen vielleicht ein Stücklein. Aber wenn Faschismus und das Wort Erfüllung in Zusammenhang gebracht werden, dann habe ich ein verdammt ungutes Gefühl. Und ich glaube, die meisten Leute hier und auch in diesem Lande, nicht, die den Faschismus vom Sehen erlebt haben, haben das auch. Ich möchte auf die Analyse zurückkommen. Nicht? Die Frage ist ja jetzt, weshalb? Nicht? Und da, glaube ich, Herr Mehnert, auch in Ihrem Buch, da haben Sie doch noch ein bisschen struktureller oder soziologischer argumentiert als jetzt eben in dem Votum, nämlich diese, und haben eingeführt, und das finde ich ganz wichtig, nicht, die Bildungsexpansion, die stattgefunden hat nun in den hochentwickelten westlichen Ländern. Und zwar stattgefunden hat als Resultat des Systemwettbewerbs, als Folge des Sputnik-Schocks, nicht zuletzt. Und dass diese Bildungsexpansion nun dazu geführt hat, dass das Bildungsprivileg der oberen Schichten bis zu einem gewissen Grad durchbrochen wurde, dass nun auch Leute aus mittleren oder unteren Mittelschicht an die Universitäten kamen, konfrontiert wurden aber mit den klassischen Idealen des Bildungsbürgertums und sich doch nun die Frage aufdrängte für viele dieser Leute, ja, wie steht es denn eigentlich mit der Wirklichkeit? Dass irgendwo eine Diskrepanz, ein Konflikt zwischen Werten, nicht, die man gelernt hat, gerade in diesen 50er oder in den frühen 60er Jahren, und dem, wie die Welt nun ausschaute, wie man sie erlebte, nicht? Und da kommt nun das Stichwort Vietnam hinein, von anderen politischen Sachen gar nicht zu reden, dass dort nun doch jemand sagen musste, ja Moment, da stimmt etwas nicht, da muss man was tun. Ich möchte daran erinnern, ich glaube, Herr Gatsch, Sie haben das auch irgendwo mal gesagt, dass viele dieser Leute, nicht, die in der Studentenbewegung ganz aktiv mitgemacht haben, Dutschke ist nur ein besonders herausragendes Beispiel dafür, einen wesentlichen Teil ihrer Erziehung mitbekommen haben in einem christlichen Elternhaus oder in der Kirche. Dass also sehr starke Wertorientierungen im Sinne von ganz fundamentalen Werten, Gerechtigkeitsvorstellungen, Sozialwerten vorhanden war. Und die wurden gemessen an der Wirklichkeit. Rainer Langhans sagt, ich auch. nicht nur Sie, sondern auch, das stützt sondern, ja nur die sondern auch viele natürlich. Frauen. Ich möchte auf die Frauen noch zurückkommen. In bestimmtem Zusammenhang. Ich habe mir hier notiert, was die Bewegung bewirkt hat. Sie haben es schon vorweggenommen. Wir sind uns darüber klar, die Frauenbewegung, eine Revolution in der Revolution, Umweltschutz, Bürgerinitiativen, ein Nachdruck auf der Lebensqualität, die heute viel mehr ein Begriff ist, als sie es war. Wohngemeinschaften, Sie haben es erwähnt, Professor Mehnert. Darf ich bei dieser Gelegenheit fragen? Es ist nur fair. Ich habe Rainer Langhans gefragt, wie er wohnt. Wohnen Sie in einer Wohngemeinschaft? Ja, das tue ich, ja. Ist es eine politische Wohngemeinschaft oder eine Zweck? Es ist eine ganz zweckgebundene Wohngemeinschaft, wie sehr viele Wohngemeinschaften, die ich kenne. Essen Sie dort? Schlafen Sie dort? Ja, gewiss. Aber essen? Ja, das essen auch? Kochen Sie auch selber? Sicher koche ich, ja. Sicher. Für sich und andere? Und andere, ja. Und auch umgekehrt andere für Sie? Ja, das ja.
Und gibt es nie Streit über, das ist nicht gut, Tellerwäsche. Ist abgebrannt? Nein, das glaube ich nicht, weil es handelt sich eben, wie Sie sagten, um eine völlig zweckorientierte Wohngemeinschaft, wie es sehr viele gibt, wo man zwar diskutiert, aber wo gewissermaßen nicht die Selbstanalyse im Vordergrund steht und nicht ein Programm der Wohngemeinschaft da ist, wie das in aber diesem das Kommunen der Fall war. Aber Herr Mehnert hat etwas sehr Treffendes gesagt. Streitpunkt immer wieder, wer wäscht die Teller und macht sauber? Ja, dann will ich jetzt etwas sagen. Gibt es darf ich auf die Frauenfrage zurückkommen? Nicht? Es ist natürlich schon so, ja, das ist wichtig. Nicht? In diesem Zusammenhang. Ja. Ja, nein, nicht mal, das ist ganz bewusst. Es läuft nicht über das Unterbewusste. Ich mache Spaß. Komm, abwasch, ich meine es nicht so ernst. Das Problem stellt sich ja nicht, wenn die Frage gewissermaßen nach den persönlichen Verhältnissen dieser Generation gestellt wird, um das mal ein bisschen auszuweiten. Stellt sich ja, dass sehr viele vollständig normale Rollenbilder, nicht, wie sie heute noch in einem wesentlichen Teil der Gesellschaft herrschen, ja in der 68er-Bewegung zur Frage gestellt wurden. Das hat eine Menge von Konflikten ausgelöst. Diese Geschichten mit der Kommune 1, mit der Kommune 2 sind ein Beispiel dafür, dass dann auch noch protokolliert wurde und zugänglich. Aber solche Konflikte gibt es natürlich überall. Und diese Konflikte liefen und laufen natürlich nach wie vor sehr stark auf der Dimension, um das ein bisschen so auszudrücken, zwischen Männern und Frauen, um Positionen, um Arbeiten, die getan werden müssen. Und ich finde, diese Konflikte nicht, die da sich abspielen, dauernd, die sind ein ganz, ganz wertvolles Ergebnis der 68er-Bewegung. Denn die haben auch dazu geführt, dass über solche Selbstverständlichkeiten, die innerhalb der traditionellen Linken, die du vorhin angeschnitten hast, überhaupt nie zur Diskussion standen, diskutiert werden konnten und haben zu neuen Rollenmodellen geführt. Das war ja unser Ansatz. Und es ist sicher so, um Ihre Frage noch mit einem Satz abzuschließen, es ist sicher so, dass in dieser Bewegung am meisten, es sind immer noch nicht die Mehrheit, aber am meisten Leute zu finden sind, bei denen auch mal die Männer für eine lange Zeit zum Beispiel den Hausmann spielen und ein tatsächlicher Rollenwechsel zwischen Mann und Frau stattfindet. Wir haben sehr viel jetzt vom Positiven, das geblieben ist, gesprochen. Ich möchte aber jetzt doch immerhin das Negative nicht vergessen. Hat nicht darf ich übrigens noch zu der Wohnsache eine Winzigkeit dazu anmerken? Eines ist wichtig zu wissen, dass, wie ich vorhin erfahren habe, Thomas 32 ist und ich bin jetzt kurz vor 38. Also mit anderen Worten. Ich muss die Nachnamen dazu sagen. Thomas Wild? Held. Das war Freud. Sehr gut, ja. Umso besser. Die internationalen grenzüberschreitenden Kommunikationen in der linken Bewegung sind nicht so eng und zuverlässig, wie es manchmal behauptet wird. Vor allem, wofür ich ihn halte, ist eben. Nee, aber es ist insofern nämlich wirklich wichtig, als ich ja bis vor 2 Jahren auch noch in Wohngemeinschaften gewohnt habe. Und dass sich auch dieses eben sehr geändert hat. Also mit anderen Worten, es ist eine Altersfrage, nicht im chronologischen Sinne, sondern im Sinne auch der Entwicklung. Und es beginnt eben irgendwann eine Zeitmauer, um Ihren Begriff so ein bisschen abzuwandeln, wo man eben ein paar Dinge ein bisschen anders zu lösen beginnt. Zum Beispiel die Frage zwischen Mann und Frau. Und deswegen wohne ich heute allein. Obwohl ich, wie gesagt, die letzten 10 Jahre eben, und in deinem Alter noch lange natürlich, in Gruppen immer gewohnt habe, verschiedenste Art. So ist es. So ist es. Ich nehme das sehr ernst. Aber nur, um das jetzt mal ein bisschen von uns wegzunehmen. Dürfen wir nicht die Wohngemeinschaft jetzt verlassen? Ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Ich möchte gerne jetzt, Verzeihung, also ist es sehr wichtig. Es gibt eben eine Untersuchung, nicht über die Wohngemeinschaft von Gudrun Cyprian, eine große repräsentative Untersuchung, nicht? Und nur, um das von uns zweimal wegzunehmen. Aber Sie zeigen, dass diese Wohngemeinschaften einfach funktionieren und nicht verzichten. Okay, also hier Einigkeit. Ich wollte aber von den negativen Auswirkungen sprechen. Dieser Jugendrevolte, Rebellion, Aufruhr, Aufstand, wie man es immer nennen will. Wir haben nur bis jetzt von den positiven gesprochen. Erstens der Rechtsdruck, den Sie ausgelöst haben. Ich glaube, der ist unverkennbar. Die Verteufelung der Linken in einem ziemlich pauschalen Sinne. Und dann der Terrorismus. Ich glaube, den können wir nun wirklich nicht auslassen, denn es ist eine Frage, diese Bewegung hat sich, Sie wissen es auch, immer wieder mit der Frage der Gewaltanwendung auseinandergesetzt. In den Veröffentlichungen der Kommune 1, Sie standen deswegen vor Gericht, Rainer Langhans, zusammen mit Teufel, waren da Flirts und Liebäugeln und manchmal war es eben wesentlich mehr als das. Und schließlich, das ist übrigens nicht wahr. Nein? Es war immer ein geistiger Einsatz, um die grobstofflichen Gewalten zum Tanzen zu bringen. Und nicht etwa Flirt, das war ein Spiel mit dem Feuer zumindest.
Ja, aber immer nicht etwa um das Feuer, nicht dass wir Feuer legen, sondern dass die anderen plötzlich denken, sie würden Feuer sehen. Und aber dann, denken, gut. Nicht etwa real. Schön. Also das ist unglaublich das wichtig. Weil nämlich ja, immer gesagt wird, aber da sind Klaus Rainer Röhl hat nachher nachträglich gesagt, ich konnte ja nicht wissen, dass meine harmlosen Zeilen dann in 9mm Geschosse um sich... Naja, sich, das ist auch seine Einbildung, nicht? Ich meine, die ist ja bekannt. Gut, also er ist ja nicht der Einzige gewesen. Ich würde das, das Stichwort... Da sollte man genauer sein, finde ich, nicht? Gut. Es gibt nämlich da einen Bruch, nicht? Jedenfalls mit Gewalt hat man sich aufgrund einer doch sehr... Verzweiflung erst. Sie sagen theoretisch, andere haben sich praktisch damit befasst. Faktum jedenfalls... Nicht theoretisch, naja. Das ist was anderes. Geistige Gewalt oder geistige Anstöße sind ja, wenn man so will, Gewalt. Aber sie sind nicht Gewalt in dem Sinne, wie wir heute Gewalt ausgedrückt wird, nämlich Pistolen. Gut, das... Und man kann da sehr ist, bewusst vorgehen. Da, gut. Und das aber ist unglaublich sie müssen, wichtig. Da kann sie man nicht sagen, akzeptieren, dass der Normalbürger das Wort Gewalt im populären Sinne versteht und nicht diese sehr feinen Unterscheidungen machen kann, die Sie jetzt eben gemacht haben. Ich muss zurückkommen auf Folgendes. Sie, Herr Langhans und Herr Teufel standen vor Gericht damals. Man hat sie als Politclown bezeichnet. Teufel ist in den Untergrund, vermutlich in den Terror gegangen. Das wird sich vielleicht bei dieser Gerichtsverhandlung jetzt erweisen. Sie nicht. Also die Möglichkeit, in den Terror abzugleiten, war zweifellos vorhanden. Es ist keine Frage, dass ein großer Teil, ein wesentlicher Teil der heutigen Terroristen schon bei der Jugendbewegung dabei waren. Also die letzte Konsequenz, die extremste und diejenige, die natürlich die Öffentlichkeit ungeheuer erschüttert und beschäftigt, ist natürlich klarerweise der Terror. Und glaube ich, gibt es zwei Arten. Es gibt den rationalen Terror, das wäre also derjenige, der Irgun Zweileumi, damals unter Begin, die einen ganz bestimmten politischen Zweck erreichen wollten, nämlich weg mit der Fremdherrschaft der Engländer. Dann denjenigen der Palästinenser, die einen ganz konkreten Zweck erreichen wollen, nämlich Kinder in die Luft sprengen mit dem Autobus, damit es keine Verständigung geben kann zwischen Israel und den Palästinensern und Sadat. Vielleicht den stalinistischen, der auch zweckgebunden war, die französische Revolution. Das war rationaler Terror. Vielleicht sind die Grenzen fließend, will ich akzeptieren. Dann gibt es den irrationalen, mindestens für uns Normalbürger, wenn ich sie so bezeichnen darf. Denjenigen von Baader-Meinhof und Folgegruppen. Ich darf es noch klarer machen. Das Attentat in Wien, das OPEC-Attentat, ist für den Normalbürger vollkommen irrational. Das Attentat in Lod. Was wollen die Terroristen eigentlich? Bitte. Herr Gauschi, darf ich eine andere Unterscheidung machen? Ja. Rational, irrational, ja. Das ist ja eine subjektive Beurteilung von Ihnen. Die kommen sich ja doch alle rational vor. Ich glaube eher, dass ich würde die Unterscheidung machen zwischen Terror, der unter, nun sagen wir, diktatorischen Verhältnissen sich vollzieht, wo also die Durchsetzung der eigenen Wünsche außer mit der Bombe gar nicht möglich ist. Das wird von den Palästinensern so empfunden. Sie sind aus ihrem Lande vertrieben, so sehen sie es. Sie wollen sich wieder zurückbomben in ihr Land gegen einen Unterdrücker. Nicht? So wird es ja von ihnen her gesehen. Und, das oder ist, materielle Unterdrückung. So wurde es auch von Begin her gesehen. Und damals, deswegen würde ich auch mit Begin, also auch ja. natürlich in diese Gruppe mit hineinnehmen. Ja. Kampf gegen einen Unterdrücker, ob das der englische Kolonisator ist oder wer immer. Und das andere sind terroristische Maßnahmen in Staaten, die ich für meine Person als demokratisch bezeichne, wenn sie auch nicht hundertprozentig, das gibt es ja gar nicht, aber jedenfalls demokratische Möglichkeiten besitzen. Und da erscheint er uns dann irrational. Denen nicht, weil sie sagen, das ist ja ein faschistischer Staat. Das ist ja eine Vokabel, die sie gebrauchen, der faschistische deutsche oder sonstige Staat, mit dem muss man ebenso verfahren, wie man gegen irgendeinen anderen diktatorischen Staat mit Gewalt vorgeht. Ja, aber es ist doch irrational in dem Sinne. Es ist doch abzusehen und es müsste doch eigentlich klar sein, dass dieser Staat entweder nicht zusammenbricht, bis heute ist, wir reden jetzt von Deutschland, ist er nicht zusammengebrochen, sondern höchstens noch schärfere Repressionsmaßnahmen ergreifen. Das ja alles ist das Ziel? Sie wollen ja einen faschistischen Staat hervorrufen. Ist das das konkrete Sicher? Ziel? Würden Sie dem zustimmen? Ist das? Oder vielleicht, Rainer Langhans, Sie können es vielleicht besser beurteilen noch. Sie kennen die Szene. Ist es bewusst, will man den Staat in den Faschismus hinein bombardieren, gewissermaßen, um ihn dann enthüllen zu können? Ist das das bewusste Ziel?
Oder was ist das Ziel? Man braucht ein Diktatorenstaat. Ja, das Ziel wird angegeben. Es heißt erstmal so, wir haben uns so im Guten bemüht. Jetzt wollen wir, dass es so schlecht wird, dass der Umbruch ein so gründlicher ist, dass wir wirklich von Null oder jedenfalls von einem wirklich sauberen Nullpunkt irgendwo anfangend wieder was Gutes machen können. Denn dieses Alte ist nicht mehr reparabel. Nicht? Das ist ungefähr ist das die Einstellung. These? Ja. Das ist die These. Es ist aber natürlich eine verzweifelte These, das muss man schon sehen. Nicht? Das ist also nicht eine wirklich nur rationale These, sondern es ist auch eine mit Verzweiflung gemischte These, die auch bewusst als Verzweiflung gebraucht wird. Es wird ja da nicht mehr rational analysiert, sondern man argumentiert mit Verzweiflungen. Nicht? Und das ist etwas, wo ich finde auch, dass man ein bisschen drauf schauen sollte. Denn das, Sie sagen es ja ganz richtig, materieller Terror in unentwickelten Ländern, nicht? Ganz eindeutig verständlich, für jeden von uns rational. Die Frage ist aber eben, ob nicht zum Beispiel Jugendliche, die hier ein anderes, sagen wir mal ganz oberflächlich erstmal, Berufsbild angehen, weil sie vielleicht in bestehenden Berufsbildern nicht zurechtkommen, einfach auch auf eine Art von Terror, kann man dann sagen mal, nicht? Also auf ein erschreckendes Verhalten von unverständigen Erwachsenen treffen, die sie natürlich irgendwo einfach nicht entweder mehr in Anpassung wie früher oder in irgendeine Form von wirklich sinnvoller Mitarbeit bringen. Denn eins muss man doch wissen, diese ganzen verzweifelten Menschen gehen dieser Gesellschaft als Produktivkräfte verloren und sind Destruktivkräfte. Wir brauchen sie aber und sie gehören uns, sie sind der Gesellschaft zugehörig, sie sind Teile von ihr, ob sie wollen oder nicht. Und dieser Riesenbruch, der da immer noch existiert, der existiert eben deswegen, weil die Verzweiflung derer, die irgendwo mit ihren Bedürfnissen, mit ihren auch inhaltlichen utopischen Wünschen und Sehnsüchten nicht irgendwo unterkommen können in dem, was die Gesellschaft ihnen als Form anbietet, wo sie sich entwickeln könnten, weil sie dadurch gezwungen werden, sich daraus zurückzuziehen, mindestens auszusteigen oder aber sogar in verzweifelten Reaktionen, oft sehr durch persönliche Dinge auch bedingt, eben tatsächlich Terroristen sind. Und ich meine, Terrorist heute zu werden, ist ja eine höchst gute Sache, das haben wir vorhin schon mal kurz gesagt. Es gibt doch kein Berufsbild, das mit so wenig Aufwand so viel und so einen weltweiten Effekt hervorruft, wie der des Terroristen. Also es ist doch für Jugendliche eine außerordentlich zukunftssichere Sache. Damit werden und gefasst werden sie auch nicht. Also das ist sehr sarkastisch gesagt. Ich glaube, ich muss das beifügen, denn das ist nicht ohne weiteres ersichtlich, aber es ist klar, das ist sarkastisch gemeint. Es passt auch nicht zu dem, was du über die Verzweiflung sagst, nicht? Wenn das stimmt, wenn das stimmt mit der Verzweiflung, und das würde ich unterstützen, nicht? Dann müsste man mal, und das wäre der erste Punkt, den ich dazu sagen müsste, dann müsste man zunächst mal fragen, warum kommt diese Verzweiflung? Und da wehre ich mich gegen den Begriff, der gefallen ist, vom Abgleiten in den Terrorismus und möchte gewissermaßen den Gegenbegriff des Abdrängens in den Terrorismus in die Debatte werfen. Denn man darf ja nicht vergessen, das hat ja nichts mit Entschuldigungen zu tun, sondern nur mit Erklärungen. Man darf ja nicht vergessen, der 2. Juni nicht, wurde vorhin erwähnt, Benno Ohnesorg, das war der erste Tote, den es in dieser Bewegung gegeben hat. Und er ist nicht von Terroristen erschossen worden, sondern von der Polizei. Das darf man nie vergessen. Und es gab mehrere solche Vorfälle noch. Und dann gab es Leute, die nicht ausgehalten haben, alle diese Konflikte, die wir heute Abend diskutieren, die sich stellen für jemanden, der die Kontinuität dieser Bewegung in einer nach wie vor ungeänderten Umwelt und kapitalistischen Gesellschaft sicherstellen will, die das nicht ausgehalten haben und die in diesen Untergrund gegangen sind. Ja, gut. Aber ja, bitte schön. Noch den zweiten Punkt, aber das war der erste Punkt der Erklärung. Und der zweite Punkt, und der scheint mir, den müssen wir wirklich gerade heute Abend diskutieren, denn unsere Sendung steckt ja zwischen der bekannten XY-Sendung, bei der Hatz gemacht wird auf einen angeblichen Feind und ein Problem hochstilisiert wird, das gar nicht zu den zentralen Problemen unserer Gesellschaften gehört, die Verbrecher. Wer braucht den Terrorismus heute? Wer braucht ihn? Gewiss nicht die Linke. Die Linke kann mit dem Terrorismus nichts anfangen. Gegen die Linke findet eine Hexenjagd statt. Der Terrorismus wird benutzt, um überall die Linken zu entfernen bzw. um Repressionsmaßnahmen durchzusetzen. Der Terrorismus ist ein guter Vorwand zur Aufrüstung. Ja, aber jetzt möchte ich Sie doch bitten, da muss ich etwas entgegen. Ja. Ich meine, wir sind uns einig, dass wir haben mal darüber gesprochen, dass die Terroristen natürlich doch ein Offshoot, also ein wilder Spross dieser Bewegung sind. Und das lässt sich nicht leugnen. Nein. Infolgedessen glaube ich, ist das, was Sie sagen, mit einem Korn von Salz aufzunehmen. Und daraus nun, es ist wahr, ich habe es gleich am Anfang schon gesagt,
Was war denn der Effekt der ganzen Bewegung und eingeschlossen dieser wilde Spross des Terrorismus, der natürlich entsetzlich, der eindrucksvoll ist, ein Rechtsruck, und zwar ein ganz deutlicher, die Möglichkeit, Leute, die mit Terrorismus nichts zu tun haben, die Linke vielleicht pauschal zu verdächtigen. Ich möchte aber dieses Thema bleiben lassen. Ich möchte auf etwas anderes kommen, was mir ebenso wichtig scheint. Wir könnten davon reden, erstens, warum gibt es so viele Frauen in der, erstaunlich viel, relativ gesprochen, in der Terroristenszene. Ist das Zufall oder hat das einen Grund? Ja, selbstverständlich hat das einen Grund. Die Frauen in der westlichen Welt sind nicht zuletzt durch die 60er Jahre in einen neuen Bewusstseinszustand getreten. Sie haben nicht mehr Dinge für selbstverständlich genommen, die sie vorher für selbstverständlich genommen haben. Sie wollten sich nun emanzipieren, das heißt, sie wollten dem Mann gleich sein. Sie versuchten das auf die verschiedensten Wege. Sie haben es unter anderem auch versucht, indem auf unseren Plakaten ja 10 Frauen und nur 6 Männer unter den meistgesuchten Terroristen sind, also auch mit der Waffe in der Hand. Es gibt da von bescheidenen bis zu extremen Versuchen, sich durchzusetzen und sich ein Profil zu schaffen, ein Ansehen zu schaffen, alle nur denkbare Möglichkeiten. Also natürlich ist es nicht irgendwas Irrationales, sondern es ist daraus hervorgewachsen. Herr Held hat das detailliert studiert in seinen Frauenstudien, aber das sind ja unendlich viele Bücher darüber geschrieben worden. Denn Frauen ist zum Teil von ihnen selbst bewusst geworden, zum Teil von Herrn Held und seinesgleichen erzählt worden, dass sie, oder geschrieben worden, dargestellt worden, dass sie zweite Klasse und so weiter sind. Und vielen ist es dadurch bewusst geworden. Das war ihnen vorher gar nicht bewusst. Sie sind jetzt bewusst geworden. Und sie wollen also nun diese... Nein, das war ihnen vorher nicht bewusst. Das geht aus dem Buch von Herrn Held hervor, dass sie es vorher nicht gewusst haben. Ja, was 69% haben sie nicht gewusst. Ich bin ja nicht ein Religionsstifter oder nie. Kein Soziologe ist das. Und Sie können doch nicht die Frauenbewegung, die bürgerliche Frauenbewegung, die 150 Jahre alt ist, als das Werk von irgendwelchen Leuten hinstellen, die den Frauen sagen, ihr seid unterdrückt. Aber Sie haben doch dazu beigetragen, das ist doch ganz klar. Wenn man jemanden erzählt, was er sagt und statistisch nachweist, was er vorher gar nicht so wusste. Was er sagt. Nein, und zum Teil ihm ja sagt, was andere sagen, was er also eigentlich denken müsste. Also ich will nicht mit Ihnen streiten, aber selbstverständlich haben die soziologischen Schriften über die Frauen beigetragen, ihr Frauenbewusstsein zu wecken. Das ist doch wunderbar. Ja, gut, ich will doch nicht ableugnen. Ja. Also aus allen diesen Gründen, meine ich, ist es verständlich, dass wir das heute haben. Eine weitere Frage. Es ist auffallend. Entschuldigung, nur mal eine ganz kurze Sache. Es ist natürlich irgendwie blöde, wenn wir natürlich wieder 1, 2, 3, 4 Männer hier über und so weiter. Ist mir auch aufgefallen. Also was sollen wir jetzt darüber sagen? Ich sage deswegen bewusst nichts. Dass die Frauen Nachholbedürfnis haben, ist ja logisch, das wissen wir. Aber genaueres darüber zu sagen, das wäre wirklich auch hier wieder ein bisschen zu besprechen. Denn wir müssen das, wir sind ja mittendrin. Hat mir bereits eine Zeitung gesagt, warum keine Frau? Ich habe sie auch gefragt. Ja. Und sie haben gesagt, es gibt keine. Es gibt immer noch keine, nicht? Die reden können so ungefähr. Das stimmt aber nicht. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt aber für diese Talkleute. Ich kann Ihnen eine lange Liste machen. Eine lange Liste von Frauen, aber die Sie hier an die Talkshow Verzeihung, haben. Ich muss etwas beifügen. Diese betreffende Frau sollte uns, ich mache Fernsehen hier, ich mache keine Wissenschaft, Frau sollte unserem Publikum einigermaßen ein Begriff sein. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Das ist nicht nur auf diesem Gebiet so. Das ist nicht mehr auf vielen anderen Gebieten doch, so. Glauben Sie mir, ich suche jedes Mal nach einer weiblichen Gesprächspartnerin, wenn immer möglich, die also einigermaßen... Es ist noch immer so. Es wird sich ändern, deswegen muss ich diese Vorwürfe zurückweisen. Ja, es ist so, dass man die Leute nicht... Wir wollen dieses Thema lassen. Ja. Sie haben Ihre Meinung. Herr Gauci, aber ich suche aktiv, und ich kann in die Kamera hinein sagen, wenn es Frauen gibt, es gibt welche, aber sie sind natürlich sehr dünn gesät. Sie können meine Versendungen zurückverfolgen. Ich habe mich immer bemüht, wenn möglich, eine Frau dabei zu haben. Aber nur eine Alibi-Frau zu haben, das ist Unsinn. Also. Ja. Nee, ich kann Sie unterstützen. Ich habe auch andere Sendungen miterlebt, also in Deutschland, die produziert wurden. Es war immer ein großes Problem. Damals gab es keine, heute gibt es welche, die üben, aber
Es gibt eben mehr Männer noch, ist kein Wunder. Ja, gut, wir lassen das. Herr Gauschi, darf ich an eine Vokabel anknüpfen? Gerne. Im Zusammenhang mit der Gewalt, das Wort Verzweiflung. Langhans sagte, die Verzweiflung, also ich vereinfache es etwas, wenn einer verzweifelt ist, dann muss man verstehen, dass er unter den Möglichkeiten den Terrorismus wählt. Nun, ist das dann ein Alibi für alles? Denn man muss ja doch. Der Jugendlichen. Gut, man muss doch irgendwo. Ja, nun, aber man kann nicht jede Verzweiflung als Alibi für den Terrorismus nehmen oder für Gewaltakte nehmen. Verzweiflung muss ja irgendwie in einer Relation stehen zu dem. Sagen wir, er ist im Augenblick, hat er Schwierigkeiten, einen Beruf zu bekommen, aus Gründen, die also verständlich sind. Er war also nun das, was Sie erklärt haben, Politiker und so weiter, und nun will man ihn nicht also ohne weiteres in einen Beruf haben. Er zieht nun Gott sei Dank nicht aus dieser verzweifelten Situation die Konsequenz, dass er also Bomben wirft. Aber so wie er es darstellte, würde er sie anderen zubilligen. Nicht zubilligen, aber jedenfalls verständlich. Muss man. Gut, er würde, muss so, man, so, er würde sie zubilligen. Ich würde sie nicht zubilligen. Nein. Weil die Entscheidung ist mir schwer gefallen, ganz klar. Denn, die Entscheidung fällt einem schwer, wenn Sie überlegen, welche Möglichkeit Sie heute auf sogenannt legale Weise haben, beispielsweise mit unseren Erfahrungen. Und das sind ja Erfahrungen, die man nicht wegwerfen will, zu denen man aber gezwungen wird, wenn man hier irgendwo arbeiten möchte, mit diesen Erfahrungen produktiv zu arbeiten. Das ist eine verzweifelte Angelegenheit. Gut. Und wer nur weitergeht, meiner Ansicht nach, und weiter nach innen geht, der hat die Chance, dieser Verzweiflung zu ergehen. Andernfalls wird er in vielerlei Weise, das geht bis zu Drogen, Alkoholismus, es geht bis zu Selbstmordversuchen, es geht also Heroin und so weiter, wir gehen, tausend Möglichkeiten. Es gibt auch produktive, aber es sind auch oft Fluchtmöglichkeiten, heute noch alle. Nicht? Auch zum Beispiel linke Geschichten zum Teil. Auch diese sehr harten ML-Sachen, also marxistisch-leninistischen, kleinen sektierischen Grüppchen, das sind verzweifelte Angelegenheiten. Da ist noch nichts von Befreiung, von Freude, von Utopie, von der wir mal irgendwo ausgegangen sind, die wir wollten, die wir immer noch wollen, alle. Gut, aber das bedeutet nicht, dass wir sagen, wer sich verzweifelt fühlt, das ist ja auch eine rein subjektive Annäherung, da muss man verstehen, dass er anfängt, Bomben zu werfen. In unserer Gesellschaft, wenn wir müssen verstehen lernen, Herr Mienert, wirklich. Wir haben keine Chance, mit diesen Menschen, die heute noch sich so verhalten, weiterzukommen, wenn wir sie nicht verstehen lernen. Es ist wie mit Krebs. Wenn ich Krebs habe und ich verstehe ihn nicht, sondern fange an, mit harten Mitteln dagegen vorzugehen, dann bin ich in kürzerer Zeit tot, als wenn ich irgendwo versuchen würde, ohne Mittel. Heute sind sie ja so mit dem Schneiden nicht mehr so schnell und so weiter. Es ist so, ich muss es begreifen lernen, wenn ich die Information verstehe, die da in mir frisst. Und sie frisst bitter, wir wissen das, nicht? Das ist wirklich ein Problem für uns alle. Dann, wenn wir sie nicht verstehen lernen, ich gehe sogar noch weiter und sage ganz hart, wenn wir sie nicht lieben lernen, dann werden wir nicht damit zurechtkommen. Nicht als Krieger werden wir siegen. Blut kann man nicht mit Blut abwaschen. Verstehen, für uns lieben, gilt das und für alles sie auch. Einverstanden, aber nicht sagen, das gibt euch das Recht zur Gewalt. Das ist eine. Das habe ich nicht gesagt. Das hat niemand gesagt. Sie sagten, ja, es kommt nahe. Aber wenn Sie denken, verstehen hieße gleich Rechte zu verteilen, dann allerdings ist das richtig. Aber das meiner Ansicht nach trifft gerade nicht zu. Verstehen heißt doch nicht gerade Rechte zu verteilen, sondern heißt doch das erste Mal unterscheiden zu lernen. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten kann ich bieten, die besser sind als die, die zum Teil heute noch gewählt werden? Aus welcher Situation heraus? Und da kann der Soziologe eine Menge dir Ihnen sagen, nicht? Ja, also ich muss sagen, ich stimme Herrn Mehner zu, die Verzweiflung, die wir alle haben, ja, es tut mir leid, die Verzweiflung, die wir alle haben, ich glaube, es gibt niemand vermutlich in diesem Studio unter unserer Zuschauerschaft, der nicht schon an allem Möglichen verzweifelt war. Nicht zuletzt vielleicht an der Gesellschaft. Das kann ich mir vorstellen. Hier sind Personalchefs, die haben zum Teil mindestens, die wissen, um die Schwierigkeiten von Leuten. Sie, also im Beruf, letzten Endes in der Gesellschaft. Klar, keine Zwangsläufigkeit. Das gibt uns natürlich, wir sollen die verstehen, aber gibt uns natürlich nicht von ferne das Recht, Bomben zu schmeißen, andere Leute umzubringen. Ich möchte aber jetzt zum Schluss, wir müssen zum Schluss kommen. Schon vorbei? Ich möchte etwas anderes noch schließlich erwähnen. Und das ist dieses. Sie haben mich damals darauf aufmerksam gemacht. Ist es so ganz zufällig, dass eigentlich Terror sich abspielt, für uns hier in der Schweiz besonders offenbar in der Bundesrepublik, dann jetzt besonders schlimm in Italien und vor Zeiten und vielleicht auch wieder in Japan. Narita, klar. Also Sie haben mal, Sie haben mir gesagt, das war eine Formulierung der Marion Dönhoff, der Gräfin, die Herausgeberin der Zeit. Also das wäre die Achse.
Die alte Achse. Mir, die alte Achse. Mir ist noch etwas anderes aufgefallen. Erstaunlich doch eigentlich, dass jetzt der Terror in Italien ungeheuer um sich greift. Wir reden nicht vom Kriminellen so sehr, sondern vom politischen, pseudopolitischen. Wo es jetzt auch eine große Koalition doch in de facto gibt. Nämlich das Zusammenwirken der Kommunisten mit der Democrazia Cristiana. Und das hat man ja doch in Deutschland angeführt, ja. Wir haben keine Opposition mehr. Ist das maßgebend? Glauben Sie, es gibt da einen Bezug zu diesem... Ja, nun ist das Zusammenspiel zwischen Kommunisten und Democrazia Cristiana ja relativ neuen Datums. Aber jedenfalls auch schon in seinen ersten Anfängen hat es viele, die zu den Kommunisten neigten, von den Kommunisten abgestoßen, weil sie sagen, die werden jetzt auch Establishment. Wie ja bei uns im Jahr 69 das Zusammengehen von SPD und CDU und die APO hervorrief, weil man sagt... Sogar im Mai 68 in Paris bis zu einem gewissen Grade, nicht? Richtig, ja. Also auch gegen die Kommunistische Partei. Also das ist sicherlich eines. Nur zu Ihrer Achsentheorie vielleicht noch eines. Das ist nicht meine, sie ist zitiert aus dritter Hand. Schön. Aber gut, Sie brachten auch... da ist natürlich was dran. Es ist aber nicht, weil das die Söhne der Faschisten sind, sondern weil das eine Jugend ist, und Sie deuten es an, deren Väter oder in deren unmittelbarer Vorgeschichte der Staat in einer Weise vergottet wurde, dass es absurd wurde, verbrecherisch wurde, dass also die Reaktion dagegen der Nichtstaat ist. Der Anarchismus ist immer die Antwort auf zu viel Staat, kann man, glaube ich, sagen. Und so würde ich denken, dass in diesen drei Ländern, wo Italien, Deutschland und Japan, nun in der Tat der Staat in einer Weise vergottet wurde wie nirgends sonst, die Reaktion darauf unter anderem sich auch im Anarchismus äußert und im Hass gegen den Staat, im Willen, ihn zu zerstören, im irrationalen Willen. Das finde ich schön, dass Sie sagen vergottet, weil das heißt Gottsuche, missleitet. Danach Ruhephase, nicht mehr dürft ihr suchen, ihr Jungen, denn das ist einmal furchtbar schief gegangen. Und deswegen, wenn ihr wieder anfangt, sagen unsere Eltern, und daher kommt, glaube ich, übrigens die Unterdrückung in Wirklichkeit, dann werden wir euch auf die Finger schlagen, weil ihr habt ja bei uns eigentlich gesehen, wie es schief gehen kann. Und wir wollen euch das nicht mehr erlauben, dass ihr diesen Fehler macht. Wir sollten daraus lernen, wir sollten, glaube ich, unsere Eltern verstehen lernen. Und da gibt es, glaube ich, auch einen Ansatz von uns her, dass wir mal was begreifen von unseren Eltern, denen wir mal vorwerfen, die nicht begreifen. Nämlich, woher haben sie die Angst eigentlich vor unserer utopischen Suche nach einer neuen Möglichkeit? Nicht? Sie haben eine begründete Angst, sie stammt aus dem Faschismus. Denn in dem Faschismus ist der große Aufbruch, die große Utopie, die wir ja auch wollen, jetzt wollen, also 68 aufgebrochen ist, diese ist gelandet in den KZs. Nicht? Das ist schon eine schreckliche Erfahrung, die man ernst nehmen muss. Und deswegen haben sie heute wieder die Angst, wenn sie sehen, das sind wieder Aufbrechende. Und wohin gehen die denn? Und die sind noch sehr kindlich. Wir sind noch sehr kindlich. Ich muss Sie leider unterbrechen. Ja, ganz kurz. Ja, ich möchte Herrn Langhans und Sie alle drei bitten, Sie können das vielleicht einbauen, was Sie sagen möchten. Wie geht es weiter? Was sind Ihre Erwartungen für die Jugendbewegung, das haben wir davon gesprochen, es geht weiter in anderen Formen, aber auch in Bezug auf die extreme Form, den Terrorismus. Soll ich? Ja, aber kurz. Willst du erst? Ich bitte Sie um Kürze. Ich möchte etwas sagen, und zwar möchte ich von der Schweiz etwas sagen. Nicht, wir reden nicht mehr von Deutschland, Italien und so. Gut. Ich rede nicht von der Schweiz. Ich möchte etwas sagen, wie geht es, was hat über den Terrorismus, nachdem das jetzt angeschnitten wurde, und dann wie geht es weiter. Zunächst das über den Terrorismus. Ich finde es ganz entscheidend, dass jetzt in der Schweiz nicht dieselben Fehler gemacht werden wie in Deutschland, dass man nämlich den Staat aufrüstet, dass die Krieger herangezogen werden. Und in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass diese Bundessicherheitspolizei, die jetzt vorbereitet wird, dass die nicht kommt und dass dieses Referendum von allen unterstützt wird. Und ich möchte alle Genossen zu Hause daran erinnern, dass morgen um 14.30 Uhr in Bern eine Demonstration gegen die Bundessicherheitspolizei ist. Und der zweite Punkt ist der, wie geht es weiter? Es geht weiter, weil die Widersprüche, die zu dieser Jugendrevolte geführt haben, andauern, geht es so weiter, dass es wieder eine neue Jugendbewegung geben wird, deren Anfänge wir jetzt in einem viel destruktiveren Sinne, als das noch 68 der Fall war, weil eben das System und der Staat so unflexibel ist, bereit sehen. Das Sie ist sagen, das, was der ich Staat ist unflexibel. Ich muss Ihnen Ihre Stellungnahme lassen. Ich bin nicht dieser Ansicht. Ich halte ihn nicht für ideal, den Schweizer Staat.
weit davon entfernt, aber ich halte ihn nicht für unflexibel, ich halte ihn nicht für das, wie Sie ihn eben dargestellt haben, aber Sie sind Diskussionsteilnehmer, es muss Ihnen unbenommen bleiben, das zu sagen, abgesehen von der Propaganda, die Sie für diese Veranstaltung gemacht haben. Herr Mehnert, wie das Schlusswort, wie geht es weiter? Das, was wir also als Neue Linke hier, sagen wir mal, bezeichnet haben, wird natürlich weitergehen. Das ist gar keine Frage, dass das nicht plötzlich aufhören wird. Auch die einzelnen Erscheinungsformen, über die wir hier sprachen, werden nicht plötzlich verschwinden. Ich sehe zunächst einmal eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, was wir hier besprachen, aber noch nicht den Punkt, wo das in etwas anderes umschlägt. Nicht verschlimmert durch die Jugendarbeitslosigkeit? Doch, ja, gut. Aber das ist, würde immer noch in derselben Richtung laufen. Es würde meiner Ansicht noch keine neue Qualität bedeuten, sondern neue Quantität, eine verstärkte Quantität. Gut. Ich will kein Schlusswort machen. Ich sage Ihnen... Ich darf gar nichts sagen. Nein, Sie haben vorhin ausführlich gesprochen. Sie dürfen nichts mehr sagen. Können Sie es in einem Satz sagen? Dann ja. Ja, wir müssen Menschen werden. Satz. Wir müssen nach innen gehen. Darum wird es in den nächsten 10, 20, 30 Jahren gehen. Ganz er sagt, klar. Was wir müssen. Ja, wir werden. Uns, wir werden. Wird. Ja. Wir werden. Umweltprobleme, ist es so simpel. Wir werden sehen es eigentlich. Gut. Kein Schlusswort, kein Konsensus. Aber ich hoffe, Sie hier und Sie zu Hause, liebe Zuschauer, hatten einige Aufschlüsse und eine interessante Diskussion. Ich sage Ihnen besten Dank.